Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mit meinem Profilbild, wo irgendwas mit 2099 steht, wo ich jetzt nicht genau weiß, was es ist, zu einer weiteren Runde Diablo. Und ich begrüße natürlich auch bei mir den Doom. Oh, Guten. hallo, guten Abend und auch von mir ein herzliches Willkommen und ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Ja, ich habe dich Weiter. eingeladen. Ja, ich habe dich eingeladen. So ganz offiziell mit Einladung und so habe ich dich eingeladen. Das hatte ich ja noch nie. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für eure rege Beteiligung bei der ersten Folge, würde ich jetzt einfach mal Ja, sagen. war Das, super, genau. ja, fanden wir sehr gut. Danke auch für die vielen tollen Ratschläge. Ich freue mich über die tote Kuh, die ich hoffentlich irgendwann als Pet haben darf. Auch wenn das vielleicht eher beim Traum bleibt. Aber ich würde mich freuen, eine tote Kuh als Pet zu haben, damit der Alter Ego von Doomcloud mir nicht auf den Hintern schaut. Ja. Naja, solltest du eine lebendige haben, ich mach sie dir mal tot. Das ist kein Problem. Überhaupt kein Problem. Find ich gut, finde ich gut. Ja, echt super, dass ihr euch so in den Kommentaren beteiligt habt. Fand ich ganz, ganz klasse. Ganz viele tolle Hinweise. Vielleicht setzen wir auch einige um. Nicht alle wahrscheinlich, aber den einen oder anderen werden wir auf jeden Fall umsetzen. Ja, wir hatten letztes Mal richtig Spaß. Wir hoffen, wir werden es diesmal auch haben. Und Ja. ja, ich würde sagen, wir legen gleich los, oder? Ich bin da guter Dinge, genau. Ich will eigentlich nur noch einmal ganz kurz erwähnen, das denke ich mal, werde ich auch so die nächsten zwei, Ja. drei, vier, fünf Folgen werde ich bestimmt noch machen, dass wir uns ja immer abwechseln, ne? Also das ist ja hier die Samstagsfolge. Genau. Die findet hier bei Ernie auf dem Kanal statt und die Mittwochsfolge, die dann immer bei mir, sodass wir uns abwechseln, sodass ihr immer sehen könnt. Oder ich kann dann eben auch bei Ernie eben mal reinluken, so wie sich sein Char so entwickelt. Auch wenn ich es nicht verstehe. Ach, verstehen Das ist muss eine man andere das auch Geschichte. nicht. So, aber wir wechseln uns halt ab, ne? So, das sind die ersten Male. Also für alle, die jetzt vielleicht neu dazukommen, erste Folge nicht gesehen haben, dass ihr da eingenordnet seid. Wie gesagt, ich laber ja eh viel. Ich erzähle ja auch, also ich sag mal, wer mich kennt, der weiß, ich erzähle gerne alles doppelt und dreifach. So, also, legen wir los, wa? Oder da wollten wir rein. Bin auch schon gespannt, was da eigentlich genau. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir beim nächsten Mal, beim letzten Mal. Was will er? Achso, ja, annehmen. Okay. Warum musste ich das jetzt annehmen? Weil eine Ein Entsetzliches Sequenz kommt und Zufall mit er euch. das, glaube ich, Zufall. synchronisiert darüber. Hoffentlich stürzt es nicht ein. Oh, da sind sie weg. Ist eingestürzt, würde ich sagen. Ja. Der sieht böse aus. Hey, Jungs, das Ist das könnt ihr nicht die. dein Job? Ja, eigentlich schon, habe ich auch gerade gedacht. Ich wollte es gerade sagen. Das kann ich nicht gutheißen. Oh, jetzt müssen wir da runter, was? Oder Ja, tötet müssen das wir wohl. Gelände? Und wo kommt er? Das sind ja immer mehr. Ich Ja, dachte, von das hört gar mir, nicht auf. von mir. Du darfst doch nicht vergessen, dass ich ein. Hey, den haben wir jetzt aber mal eben schnell. Bist du doch gut. Ja, aber eindeutig. Wir sind toll. Ja, dann quatsch ihn mal an. Ja, da nicht für. Das weiß ich auch Eure nicht. Mächte hat mich gebeten, euch zu suchen. Und ich habe eingewilligt. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Hast du. Aber hier unten kann man noch alles kaputt hauen und Gold holen. Das machen wir auch, ne? Oh, das war schon. Ne, wollte ich doch sagen. Da war doch noch mehr. Hier zum Beispiel. So, gucken wir nochmal hier rum. Oh, Man will wieder. ja auch alles gesehen haben, ne? Hier ist ein Regal. Wir kriegen bald keine Aufträge mehr. Alles total verwüstet hinterlassen. Naja, es gibt Schlimmeres, finde ich. So, jetzt müssen wir wohl durch, was? Oh, du machst hier noch mehr kaputt. Ah ja, ich bin noch. Du Oh, machst so, okay. uns den Zerstörer, ja? Also dadurch. Ja, ich bin so ein bisschen so. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch was auf der anderen Mit Taste. einem Stern sprechen. Kistchen. Folgt mir nach Tristram. Wir sollen ihm nach Tristram folgen. Dann machen wir das doch mal, würde ich behaupten. Da, oh, es blinkt auch auf. Ich glaube, diesmal habe ich auf das richtige Blinken gekriegt. Ja,
Ich habe Leas Onkel Deckard Cain ausfindig machen können. Er wurde von einer untoten Kreatur verfolgt. Na sowas. Skelettkönig. Er versperrt den Weg zum gefallenen Stern. Dann werden wir uns wohl mit dem Burschen anlegen müssen. Wenn er uns den Weg versperrt. So, wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Sprecht in Neutrista mit Lea müssen wir wieder. So, die also mit Schnittchen. Hängt sie da hinten rum? Ja. Dann sprecht sie ja. Mal. Onkel, du lebst. Ja. Dank dir und deinem Freund hier. Ey, Freundin. Zu helfen. Nun würde ich gerne mehr über den gefallenen Stern erfahren. Ja, da leg ich Wert drauf. Schalt mich doch raus. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ja, Speicherpunkt und paar EPs und so, ne? So. Das ist gut. Wir können auch nichts machen, ne? Ich weiß gar nicht. Doch, du kannst sie anquatschen und wir können uns mal anhören, was sie uns über Adria als Tod zu erzählen hat. Die Details sind schwammig, aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterher zu jagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Gibt das Erfahrungspunkte? Weiß ich gar nicht. Aber es erzählt die Story. Sie am Ende eingeholt haben. Leben mit Cain, das kann nicht so schön gewesen sein. Ich habe gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Okay, also gibt ja noch, die erzählt ja noch viel hier, ne? Leben, genau. Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Ja. Und was sagst du über Adria? Was habt ihr über Adria in Erfahrung bringen können? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Ich auch nicht. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Ja, dann quatschen wir mal Deckard an. Ja, das ist eine gute Idee. Naja, wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen was von der Story zeigen, ne? Er hat seine beiden Söhne verloren. Hat er. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Das ist doch immer dasselbe, diese bösen Bösewichte. Die kommen immer wieder, ne? Bösewicht muss man sein. Ja, das wäre doch mal cool, Rollenspiele, wo du so richtig böses Arschloch spielst. Na, gibt's ja, ne? Dieses eine Dungeon Master oder was? Ja, aber das ist ja kein echtes Rollenspiel. Ja, okay, das stimmt. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Nein. Augen siehst? Nein. Wir sollen wen voll quatschen? Hier, da müssen wir hier. Ja, ja, genau. Ah, da kannst du mal sehen, wie lange das her ist, ey. Ich hab ein paar neue Waren. Ja, hast du. Das ist schön für dich. Habt ihr gehört? Nein, so, habe ich nicht. Dann hat auch noch einer was zu erzählen. Aber das sind immer die Wichtigen, sind immer die mit dem Ausrufezeichen. Ja, ja. Cain sagte, ihr könntet mir dabei helfen, Leorix Krone zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau. Ach ja, die Geschichte. Ich erinnere mich. Genauso wie die anderen, die gebissen. Ja, dann lass sie doch raus. Achso, ja, sie wurde gebissen, das ist doof. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ja, und wir dürfen die Ärsche sein. Ist klar, ich verstehe. Na gut, wenn es dann sein muss. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob das so, so die glorreiche Heldenaufgabe ist. Naja, glorreich vielleicht nicht, Heldenaufgabe ja. Verdammten. Tut eure Pflicht, Schmied. Auch wenn es euch schwerfällt. Lea, meine Liebe, bitte vergib mir. Die wird gleich zu einem Bossgegner. Ja, das habe ich. Das sieht schon so aus. Hedrick, hilf mir! Sie hat sich übergeben. Eindeutig. Hast du das nicht gesehen? So, Stufenaufstieg, finde ich gut. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Es gibt einen Weg, eure Schuld zu begleichen. Ja? Ich suche nach König Leorix' Krone. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Aha, welch Zufall. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Weglagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll.
Aha. Oh, ist aber schnell wieder gut drauf, ne? Ja, ja. Seine Frau ist ja nicht jetzt so ganz so wichtig gewesen. Hattest du schon alles durchgeguckt hier? Ab alles weiß ich nicht. Hab aber. Nee, ich hab da jetzt. Nee, da war, glaube ich, auch nee. Sonst. Hier ist sonst nichts, was ich irgendwie anklicken kann, will. Nope. Nee, ist nix. Nix, nix. So, dann müssen wir da hinten hin, was? Hier drüben ist irgendwie was, genau, da müssen wir wohl raus. Vermutlich. Speicherpunkt. Die Karte. Oh, haut ab. So. Oh. Machst aber auch immer einen Dreck. Ja, mein Gott. Es hilft. Ich glaube, mit dem spiele ich auch länger, mit diesem Skelett-Explosion. Da brauchst du ja nur ein paar Leichen, die da so rumliegen. Und die liegen ja sowieso ständig immer überall rum. Das wäre das Ziel. Ich glaube, das ist ganz effektiv. Du prügelst sie tot und ich mache die Leichenexplosion. Ja, das finde ich auch. Das hat so eine gute Kombination. Ja, also irgendjemand was schrieb das da auch. War das nicht Ralf, die da schrieb? Oder bringe ich das durcheinander? Irgendjemand schrieb das. Dass die Kombination so gut funktioniert? Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass hier Magic ja irgendwie geschrieben hat, dass du auch Schaden da anderen mitzufügen kannst, wenn du die zerplatzen lässt. Ja. Irgendwie so. Irgendwie, irgendjemand hatte es geschrieben. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber. Tü-lü-lü, Hallöchen. Da verliert das Monster Gold. Das wird eine Herausforderung. Oh, die sind aber hartnäckig. Yep. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, was in meinem Inventar inzwischen so schlummert schon. Ja, ist eine Idee. Vor allen Dingen, Skelettexplosion bringt ja auch nur, wenn Tote da. Ah, so zum Beispiel. Hau ab. So. Oh, das sind aber ganz schön viele. Yep. So, du musst dich mal ein bisschen sauer machen. Mein Zorn geht zur Neige. Soll ich dich anschreien? Also diese komischen Würmer sind echt abartig. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich muss jetzt mal ein bisschen einsammeln hier. Das finde ich nie wieder zurück. So, ist gerade Ruhe hier. Dann will ich einmal ganz kurz okay, ist kommen. Eine Idee. Kann von mir stammen. Oh. Ohoho. Halleluja. Da ist aber eine Menge drin. Ja, da kam ja übrigens letztes Mal ein guter Hinweis. Wir müssen ja gar nicht handeln. Wir können es ja auf den Boden schmeißen. Ja, genau. So ein magischer Speer. Was ist das denn? Plus 7. Muss ich den werfen? Vitalität finde ich gut. Kann man gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich den. Nö, scheint auch so zu gehen. Die Handschuhe sind auch nice. Oh, Hammer-Schild habe ich gefunden. Oh, plus 6 Intelligenz. Das ist natürlich nice. Plus 1 Dornschaden. Ich glaube, das brauche ich dann nicht unbedingt. Gut, Rüstung habe ich da jetzt keine bessere. Die Axt. Ne, schlechter. Also das finde ich auch gut mit der Anzeige da einmal sofort, ne? Das ja. Hat schon was irgendwie. Bogen kann ich ja nicht benutzen. So, ich glaube, ich habe die Sachen, die ich gebrauchen konnte, habe ich jetzt geswitcht. So, ich weiß nicht, Schild brauchst du ja nicht, ne? Ich trage jetzt eins, aber ich weiß es noch nicht. Nee, ich trage jetzt eins. Ja, aber ich hätte hier sonst noch eins. Warte mal, das hat 49 an Schild. Ich werfe das mal auf den Boden. Ich guck mir das mal an. Ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was ich habe. Dann lege ich das mal an. Kann ja nicht schaden. Nö, das denke ich auch. So, ich muss, ich weiß sowieso noch nicht, welche Waffen ich benutzen werde. Keine Ahnung.
was da sinnvoll ist und was nicht. Ist dann hier eigentlich was bestrafen? Ich weiß. Euer Graf ruft nach euch. So. Und Runen habe ich jetzt bekommen. Okay, wo jetzt? Bei mir im unten im Menü da. Also wenn ich unten bei den Maustasten lege, also wo ich die Dings rein, was weiß ich, einstelle, was ich für einen Angriff und so, ne? Ja. Habe ich da was Neues bekommen? Irgendwie ich weiß nicht, da habe ich eine Fertigkeitsrune, da brauche ich noch ein bisschen. Ja, wollte ich sagen. So weit sind Rune wir noch wird nicht. Auf Stufe 7 freigeschaltet, okay. So, und dann habe ich ja hier sekundär, habe ich eben den Schildstoß und den Schwungangriff. Also bei mir wird das nächste bei Stufe 8 freigeschaltet. Das lasse ich auch so. Kadaverlanze, so. Und das. Und da habe ich Bestrafen und Schlitzen, auch keine Rune. Aber was ist denn mal bestrafen neu? Hatte ich das nicht sowieso schon? Ich weiß jetzt nicht genau mehr. Das ist echt so lange her, dass ich das gespielt habe. Ja, weil er mir das als neu angezeigt hat. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also bei mir war jetzt nichts Neues, ehrlich gesagt. Also er hat nicht gesagt, dass da irgendwas Neues ist. Kann ich nicht sagen, warum. Also mir hat das jetzt als neu. Ich war der Meinung eigentlich, dass ich das als erstes hatte letztes Mal. Aber vielleicht ist es auch besser geworden. Man weiß es nicht. Tüdelü, hallo. Nicht genug Essenz. Neun Gegenstände zerstört. Bringt das eigentlich was? Geschwindigkeitsbonus. Oh, cool. Ich benötige Essenz. Alter, wo kriegt denn Essenz her? Gute Frage, ne? Muss von alleine wahrscheinlich, ne? Oder? Weiß ich nicht, oder? Trank oder so. Weil sie heult immer rum, oder sie heult immer rum, dass sie Essenz braucht. Ja, Zorn ist bei mir auch. Ach so, bei mir ist es total spannend. Es gibt Angriffe, die machen. Die bringen mir Zorn. Ja. Und dann gibt es Angriffe, was weiß ich, der kann es ja wieder verbraten. Ah, okay. Dann will ich hier doch vielleicht mal. Was wäre das jetzt? Okay. Blastart. Oh. Ein Segen erhalten. Na, sowas aber auch. Nicht genug Essenz. Ich verstehe jetzt so viel. Oh, aufgestiegen. Jetzt habe ich verseuchtes Mark als neue Rune. Ach, die Grabsteine kannst du, glaube ich, auch kaputt machen. Also zum Teil zumindest. Ja, wenn du dann 7 Stück irgendwie hast oder so, dann gibt es dir ja auch irgendwie was. Denn hier noch irgendwo was? Da vorne ist noch so ein kleines Stück. Wir müssen nach hier, glaube ich, rüber, wenn ich... Da. Okay. Nicht genug Essenz. Wo zeigt denn dieser blaue Pfeil denn? Weiß ich nicht, aber ich glaube, wir müssen hier nach oben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich dachte, ich hätte da oben irgendwo einen Pfeil gesehen. Oh, hier sind noch ganz viele Gegner. Warte, dann komme ich. Tag, Jan. Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich Essenz mache. Indem ich genau... Oh, Kopfschutz in Gelb. Nicht in Blau, in Gelb. Also golden sozusagen. Hallöchen. Wer ist denn da? Die sehen aber auch nicht schick aus. Also die haben sich jetzt nicht schick gemacht für uns. Nein, finde ich auch eine Frechheit. Vor allen Dingen, wenn eine Dame anwesend ist. Ne? Ja, hätten sie eigentlich mitrechnen können, ne? Ja, finde ich auch. Also so, Hallöchen. Ja, die macht aber echt kurz einen Prozess, die Dame, ne? Ja, das stimmt. Neues Wissen. Mhm.
Oh, ein roter Knopf. Achso. Nein, das ist keine Atombombe. Das hätte aber sein können. Oh, du bist auch aufgestiegen. Ja. Hoppla. Oh. So, bis später. Ja, ist klar. Verfault und verrottet. Genau, hast gehört, was sie gesagt hat? Nee, habe ich gar nicht. Sie sagte verfault und verrottet. Das sind sie eigentlich schon. Also von daher finde ich diese Ansage recht sinnlos. Aber gut, sie hat's gesagt. Damit sollte ich es aufnehmen. Holla, die Waldfee. Also Zorn ist immer so eine Sache. Bei mir ist das ja Zorn. Ja. Also ich muss den Schuss, den ich immer benutze, da wo die Dinger so aus dem Boden rauskommen, dadurch kriege ich dieses Essenz. Und dann kann ich die Skelette zaubern oder eben halt den Angriff hier halt. Ne? So, aber ich will mal gucken, was das für eine... Er hat doch gesagt, irgendwo habe ich nur eine neue Rune gekriegt. Ach, hier ist neu. Knochenspeer. Dafür habe ich eine neue Rune bekommen. Die verbessert dann den Knochenspeer. Aha. Ach, da neu. Okay. Und wie setze ich das ein? Nee, du wählst ihn aus und dann hast du da drunter die Rune, die ist jetzt freigeschaltet. Bei mir zum Beispiel verseuchtes Mark. Und dann wählst du die einfach aus. Dann verbessert das Knochenspeer bei mir und darauf sitzt dann verseuchtes Mark. Und das gibt bei mir zum Beispiel zusätzlich Giftschaden. Aber ich bleibe beim Skelettmagier erstmal. Ah, okay. Na ja, gut. Schauen wir mal. Ich lasse mich mal überraschen, was jetzt passiert. Ja. Hallöchen. Die Welt ist eurer überdrüssig. Ach, du hast hier aufgeräumt. Wir waren mal wieder auf verschiedenen Wegen unterwegs. Nö, das war ja kurz nebeneinander. Massaker, 26 getötet. Stand da eben, gab einen Bonus. Verfault und verrottet. Der Lehrling des Schmieds ist gefallen. Oh, der Lehrling des Schmieds ist tot. Oh. Woran siehst du das? Weil sie es mir gerade erzählt hat. Das ist ja das. Also welches von diesen Leichenteilen es jetzt war, weiß ich offengestanden. Warte mal, das da drüben und das da hinten gehört dann noch mit dazu. Da kann man zweigeteilter Meinung sein. Findet den Friedhof. Dass die immer so abartig zerplatzen müssen. Ist mein Job, sorry. Also, aber wenn du jetzt nur Nahkämpfer bist und da kommen diese ganzen Biester da raus, dann hast du nicht gut zu tun mit denen. Rate ich jetzt mal. Aber das macht echt Spaß, ne? Weil ich habe meine beiden Geister, ich hoffe, das werden noch mehr. Die machen dann einen Kampf sozusagen. Werden sie ja wahrscheinlich, ne? Oder? Ich weiß es nicht, ob sie mehr oder stärker werden, keine Ahnung. Und immer wenn diese Teile auf dem Boden liegen, dann kann ich diese Leichenexplosion machen. Wenn diese Pfeile auf dem Boden... Teile. Da liegen dann so, das sieht bei mir aus wie Packungen. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und dann weiß ich, ich kann diese Leichenexplosion machen. Ich weiß gar nicht, ob die bei dir überhaupt angezeigt werden. Du kannst dann ja am Samstag mal auf mein Video gucken. Mach ich auch. Achso, ich will immer Heiltränke trinken. Die habe ich immer auf der 5. Oh, hier, goldener... Oh, das ging ja fix. Ja, da kann man ja mal eben dezente Aufräumaktionen machen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie super wenig oder viel Leben verliere irgendwie. Nee, gar nicht bis dato, aber das kommt noch. Ja, danke. Du machst mir ja Hoffnung. Nee, aber da bin ich realistisch. Ich weiß, es ist lange her, dass ich es gespielt habe.
aber ich weiß, dass das relativ schnell kommt, wo du dann so anfängst zu, wo du wirklich kämpfen musst, sag ich jetzt einfach mal. Aber ich glaube, dass die Mischung wirklich ganz gut ist. Ich glaube, das funktioniert, ja. Zumindest was denn? Bleib liegen. Liegen bleiben. Sag mal. Kommt er denn jetzt noch mehr? Nee, jetzt ist, glaube ich, Ruhe. So. Da kommen wir aber nicht rüber. Da müssen wir außen. Oder hier unten rum. Das geht vielleicht auch. Mal gucken. Da oben leuchtet was auf. Da müssen wir bestimmt hin, schätze ich mal. Oh, 7 Gegenstände. 9 zerstört. Gegenstände zerstört. Aber nur minderwertiges Zeug gefunden. Ja, wie gesagt, ich habe was Goldenes gefunden. Habe ich mir zwar noch nicht angeguckt, aber... Naja, das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch was Goldenes irgendwie eingepackt. Aber das war jetzt eben... stand da minderwertiges. Da steht ganz oft minderwertiges. So, das ist... Ah, hier müssen wir rein. War was? Du hast einen Erfolg errungen. Grabräuber. Ob das ein Erfolg ist, ich weiß nicht. Das erzähle ich keinem. Ach so, okay. Dann bin ich ja beruhigt. Was ist denn da hinten? Ja, wir haben jetzt verschiedene Gänge sozusagen. So, da links ist einer. Hier ist irgendwie auch irgendwas. Da, so ein Brunnen der Reflexion. So, hier ist ein Gegner. Ja. Oh, Gift, 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 Gift. Ich brauche Unterstützung. Muss erstmal Zorn machen jetzt. Schon wieder Gift. Muss denn das sein? So. Zwei Stück sind da, genau. Drei Gänge, zwei oder drei Gänge gibt es hier irgendwie da oben. Also hier habe ich jetzt eben zwei. So, dann gucken wir. Da ist nämlich der dritte, wusste ich es doch. Drei müssen es sein. Da ist der dritte, ja, okay. Und jeder dieser Gänge führt uns in einen Dungeon. Ist das ein derselbe Dungeon? Weißt du das? Ich kann mich erinnern, dass das, glaube ich, ein Zusammenhängender ist. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber, lieber Doom, bevor wir jetzt in einer dieser Türen rennen, diese Folge ist schon wieder 30 Minuten lang, ob du es glaubst oder nicht. Oh, das ist ja echt wie im Nu verflogen. Das kann ich dir echt sagen. Also, ja, unfassbar, du hast recht. Ne? Es ist, ja, nein. Ja, doch. Ja, nein. Ja, doch. Oh. Ah, oh. Oh, nein. Oh, nein. Ach, liebe Definé, das war noch Zeiten. Ja, ach, das war noch gut. Ihr Lieben. Nee, aber super. Genau. Das soll die nächste Folge gewesen sein, die jetzt am Samstag auf meinem Kanal läuft. Und dann nächste Woche Mittwoch läuft die nächste Folge bei Doom. Nicht vergessen, jeweils 10 Uhr morgens. Wir freuen uns über weitere Kommentare, weiteres Gucken, weiteres Mitmachen. Du, möchtest du noch was sagen? Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und man sieht sich. In jedem Fall. Bis zum nächsten Mal. Dann schönen Abend noch. Tschüss. Und tschüss.